So, die ersten zwei Tage vom Schlossgrabenfest hier in Darmstadt sind um. Ich gehe jetzt zurück ins H-Plus-Hotel zum Luisenplatz erstmal, um genau zu sein, um meine Straßenbahn zur Escholbrücker Straße zu bekommen. Und ja, das waren zwei sehr, sehr aufregende Tage. Ich werde jetzt im Hotel den Vlog zusammenschneiden und der 31.05. und der 1.06. werden dann in dem Video zu sehen sein, die ersten beiden Tage. Und morgen, Samstag und Sonntag geht es dann weiter. Heute zum Beispiel hatten wir auch das Vergnügen, mit Total Banal zu reden. War sehr, sehr lustig. Am ersten Tag haben wir mit Lou Bega und der Hermes Hausband geredet. Richtig, richtig coole Typen. Das ist eine coole Kamera. Total gechillt. War eine tolle Erfahrung auf jeden Fall. Morgen werden wir wahrscheinlich noch eine kulinarische Reise starten, ein paar Essenstände abklappern und mal gucken, was es hier so alles zu essen gibt. Ich habe mehr oder weniger hinter die Kulissen von hinter den Kulissen geblickt. Das heißt also, Joe gefilmt, wie er Interviews durchgeführt hat und so weiter und so fort. Und ja, man hat ja gehört, sie filmt sich doch selber. Ja, ich vlogge hier. Das für mich ist es auch noch ein bisschen angenehm, so mit einer Kamera zu sprechen. Aber okay. Ich hoffe, ihr habt Spaß. So, ich bin jetzt gleich im H-Plus-Hotel angekommen und da ich leider nicht in die Straßenbahn gekommen bin, habe ich mir die Zeit genommen und ein bisschen Pokémon Go gespielt. Hab's geschafft. Da vorne ist es gleich. Viel Spaß mit meinem Vlog 1 vom Schlossgrabenfest. Hier Tag 1, Tag 2, Donnerstag, Freitag, 31.05., 1.06. hier im wunderschönen Darmstadt mit vielen Acts und Behind-the-Scenes-Stuff. Ich habe auch den Joe filmt, beim Filmen gefilmt. Das heißt, Behind the Scenes für Behind the Scenes. Schaut also, was wir als Social Media Team vom Schlossgrabenfest so alles für euch gemacht haben. Viel Spaß. Nochmal ein ganz wichtiger Tipp an alle Musiker. Deswegen mache ich das auch immer. Security Mann, immer sich vorstellen, nett sein, Namen sagen. Das öffnet dir Tore, die hast du noch nie gesehen. Das ist ganz wichtig an euch alle. Immer einfach sagen, hey Gude, wer bist du? Alles klar. Hängst hier rum, schön warm und so. Klick, 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 klick. Und ungefragt Fotos machen. Nein, das nicht. Niemals. Nie. Vor allem nach der DSGVO, ne? Ja, genau. Nach der neuen. Ja, wir gehen jetzt zu Jens Bender. Schön. Und gucken uns den an. Der macht Sachen auf der Gitarre. Da kann ich noch was lernen. Und du und wir beide zusammen sogar. Von Level her. Da bin ich jetzt aber echt mal gespannt. They just like what you do. You sold your soul. Wir laufen jetzt hier über das wunderschöne Schlossgrabenfest und bei uns werden jetzt hier im Hintergrund diverse Soundtracks ablaufen. Ja, ich wollte eigentlich hinter dir so einen Transfer machen wie in so einem Skateboard-Video. Wow. Ja, okay, irgendwie funktioniert das nicht so sehr. Ja, aber du kannst auch laufen. Los. Das ist Sandy Pfad übrigens. Wunderschön. Ja, wir begleiten das Schlosskramfest ein bisschen auf Social Media. Wir waren gerade bei Libelle, die haben jetzt gerade einen Soundcheck und wir werden nachher nochmal bei ihnen vorbeischauen. Bye.
ja. Nein, es war cool, oder? Ja, es hat super viel Spaß gemacht. Also wir hatten eine gute Zeit auf jeden Fall. Ja, es ist so. Nur noch ein bisschen hier oben vom Adrenalinpegel her. Jetzt gerade? Ja klar, es dauert auch noch wahrscheinlich noch ein Stündchen, bis das hier wieder gelegt hat. Das ist doch chillig, ey. Ja. Aber 12 Uhr Slot, hol ihr da vorher, was meinst du? Also ich würde sagen, es war gar nicht so schlimm, weil wie gesagt, es ist immer so eine erste Band. Aber wir fanden es gar nicht so schlimm. Also die Leute, die da waren, die hatten eine gute Zeit und Spaß und haben mit uns Party gemacht und von daher hat es sich gelohnt. Sie macht ihren allerersten Vlog. Ja, ich bin der 2016. Ja. Aber deswegen, Libelle, checkt es unten aus. Ist in der Beschreibung, oder? Ja, werde ich auf jeden Fall reinpacken. Der ist auch geil. Spotify, YouTube, alles. Schaut sie euch an. Alles. Was sagst du? Ich sag, das ist geil. Es wird auf jeden Fall mächtig. Richtig mächtig. Vor allem, weil die Frau zum ersten Mal vloggt, das ist der Wahnsinn, auch auf Deutsch. Ja, also mal gucken, vielleicht gefällt es euch, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Das müsst ihr entscheiden, schreibt es runter in die Kommentare, ich finde es mächtig, dass es mal durchzieht so. Ja. Weil du läufst gerade mit einer Kamera hier durch die Gegend, die Leute gucken dich dumm an, das ist ja, ist die geil. Leute gucken mich sowieso mal dumm an, wegen meinen Haaren, also von daher bin ich drauf gewöhnt. Ja, also nichts Neues. Nichts Neues, nein. Deine Sonnenbrille ist übrigens auch sehr exotisch. Ja, die habe ich auch neu heute im Produktionsbüro geklaut. Ja, also wir haben jetzt hier einiges zu tun und wir halten euch auf dem Laufenden. Na, schaffst du es? Ja. Die supergeile neue Sonnenbrille. Das ist eine schöne Wetterbrille, weil alles, was man dadurch sieht, ist viel heller und hier viel freundlicher. Hier ist es jetzt eigentlich schon so ein bisschen bedeckt, aber das ist einfach so ein Instagram-Filter, den man so gerne so drüber legt, ne? Genau. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Backstage-Bereich der Merkbühne und mal gucken, wen wir da dann treffen. Wird das spannend? Es wird super spannend. Super spannend. Ich kann nicht mehr reden. Asozial langweilig. Glaube ich auch. Das ist ganz voll. Sieht schön aus. No crowded people. Hofwerte, Darmstadt. Danke sehr, dass Sie uns eingeladen haben für Ihr Schlossgrabenfest 2018. Wir sind hier am Schlossgrabenfest 2018. Wie ihr seht, schon vor dem Auftritt, die Stimmung wird besser und besser, viele gelbe Hüte. Das heißt, es wird eine dieser wundervollen Sommerabende. Wunderbare Stimmung, warme Luft, ich liebe es. Ist echt so. Ja. Also seine Stimme ist ja mal der Hammer, ist meine Meinung. Und ja, warte mal. Jetzt warten wir auf die Sandy und gehen dann weiter. Glas und Wein, können wir mal die Helden sein. Sie sind nur um zu gezielen und
woher das Pink herkommt, da müsste ich jetzt viel zu sehr ausholen. Und kennst du das wie bei Hangover, wenn du auf dem Dach von einem Hotel aufwachst und dann da auf einmal Mike Tyson mit diesem Löwen, und so ungefähr war das hier, ja, nur mit dem Herkules aus dem Herkules. Und ja. Okay. Und dann hat man halt ein pinkes Pferd auf einmal und das schläft dann in deinem Bett und ja, du musst immer motzen. Also ich muss sagen, ich verstehe auch die Frage ehrlich gesagt, ja, nicht so. Eigentlich klar, woher das Pink kommt. Ja. Eigentlich ist doch völlig klar. Das wisst ihr doch auch. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ist doch klar. Also, völlig klar. Anscheinend bin ich doof und weiß nicht, warum das Pferd pink ist, aber ja, vielleicht wisst ihr es ja. Ey, also... Und weiter geht's zur Echobühne. Wir haben wieder ordentlich viel zu tun. Man meint das gar nicht, aber es ist ziemlich anstrengend, jedes Mal alle Seiten zu checken, Instagram, Facebook, Twitter, und zu schauen, was ihr Leute uns denn so schreibt. Und die Sandy macht hier einfach einen super tollen Job, schaut ständig aufs Handy. Eigentlich ist das ja nicht so geil, wie wir heutzutage wissen, aber Gott sei Dank rennt sie nicht gegen diesen Bus zum Beispiel, sondern steht hier ganz sicher rum und steht. Sie passt aber auch auf mich auf. Ich schaue, dass sie nicht verloren geht und gegen Menschen läuft, genau. Und ja, ich weiß halt nicht, wie schaffst du das eigentlich, die ganze Zeit auf dem Handy rumzustarren und immer noch einen klaren Kopf zu haben, um anständige Sätze und Antworten zu formulieren? Ich muss mich ziemlich zusammenreißen. Also, nein, das macht ja Spaß. Ich finde die Resonanz von euch genial. Feedback super. Also ich liebe ja Feedback. Egal, also Kritik gerne, positiv wie negatives Feedback. Super genial, weil daraus können wir nur lernen. Und ich finde es einfach toll, mit euch in Interaktion zu sein. Ja, aber wie schaffst du das? Ich weiß nicht. Mein Kopf sagt, und los! Und go! Du schaffst das! Tschakka! Und dann läuft's. Das ist eine Ansage. Genau. Sushi. Ja, ich mag Sushi. Da setzt mein Gehirn übrigens aus. Ich glaube, wir sollten mal da hinten beim Ichido, wo ist es denn, Sushi essen gehen. Oh, Sushi. Sushi, das wäre jetzt richtig geil. Sushi, oh. Bei den Temperaturen ist Sushi einfach das Beste. Ich glaube, da sollten wir dann demnächst hin, wenn das hier vorbei ist. Wir sind jetzt in Eile, wir müssen nämlich noch einen DJ abgreifen, bevor der jetzt für mehrere Stunden noch auflegt, so wie gestern. Und ja, mal gucken. Wir tümmeln uns hier durch das Getümmel, drücken uns durch das Getümmel. Und ja, spannend. Es wird langsam voll, weil Nena gleich spielt. Das merkt man. Das waren schon mal 99. Schritte.
gestern und heute. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber wir waren sehr viel unterwegs. 14 Kilometer. Nur am Gelände rumgelaufen, um genau zu sein. Ich hoffe, euch hat der allererste Vlog hier auf meinem Kanal gefallen. Ich bin immer für Feedback offen, also schreibt einfach in die Kommentare, was euch gefallen hat und was nicht. Ich arbeite dann dran. Und ja, ich hoffe, wir haben jetzt noch weitere schöne Tage, Samstag und Sonntag auf dem Schlossgrabenfest. Wenn ich die Kamera zuklappe, wird das Video für euch rendern. Also habt Spaß mit dem zweiten Video, was die folgenden Tage kommt. Und tschüss!